Ja, hallo, liebe Aufrufer der Lichtgeschwindigkeit. Heute ist bei mir hier Dienstag, der 5. November 2013 und mein Thema soll sein der Hoeneß-Jäger. Diese Hoeneß-Geschichte kleistert wirklich unsere Sinne zu. Die Medien sind alle voll, also man kann wirklich sagen voll, wenn ich das nur zeige. Und dann wird es sogar noch so aufgemacht, als sei es jetzt sozusagen ein Wettbewerb. Der arme Hoeneß wird gejagt von dem bösen Staatsanwalt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist auch der Hoeneß Bundesbürger, hat einen bayerischen Pass und ist ja wohl im Prinzip auch für den Rechtsstaat, das heißt unabhängige Gerichtsbarkeit. Hier ist ein Gerichtsverfahren. Hier sind Ermittlungen geführt worden. Hier ist die Regel unseres Rechtsstaates so, dass wir sagen können, brüderlich mit Recht und Freiheit. Brüderlich mit Herz und Hand. Ist das brüderlich, wenn der Hoeneß 10 Jahre lang Millionen verschoben hat? Ist das wirklich brüderlich? Oder ist das jetzt eine persönliche Feindschaft eines Staatsanwaltes, wie die Bild-Zeitung das hinstellt? Ich glaube, die ticken nicht richtig. Hier sind alle möglichen Punkte der Prüfung des rechtmäßigen Verhaltens von Uli Hoeneß geprüft worden. Die Ermittlungen haben gegeben, er hat gegen alle diese einzelnen Punkte verstoßen. Und zwar dafür liegen die Beweise vor. Im Wesentlichen hat Hoeneß sogar diese Beweise selbst schriftlich schon geliefert. Es gibt also gar keinen Zweifel daran. Ansonsten hätte er auch noch falsche Angaben gemacht beim Amt mit seiner Unterschrift. Das wollen wir ja nicht zusätzlich noch annehmen. Jedenfalls ist es jetzt so, dass im März der Prozess beginnen soll und die Medien machen jetzt so, als würde hier irgendein Sportwettkampf sein. Ja? Dem Gutenberg erkennen sie mit Recht die Fähigkeit, ein deutscher Bundesminister zu sein, ab, weil er im Amt seinen gefälschten Doktortitel auch noch mit Lügen versucht hat zu verteidigen. Dem Bundespräsident Wulff hat man wegen Dummheit, aber auch ganz konkret wegen nachgewiesener Ordnungswidrigkeiten, will ich mal sagen, Geschenke angenommen, die er nicht hätte nehmen dürfen, Ungeschicklichkeiten gemacht. Also das Amt genommen, er musste den Platz als Bundespräsident räumen. Völlig in meinem Sinne. Und plötzlich kommt jetzt hier eine öffentliche Person wie Hoeneß, Uli Hoeneß, ein erfolgreicher, bedeutender Spieler. Also der ist im Fußball vielleicht nicht so eine Weltspitze gewesen wie Boris Becker im Tennis, aber er ist jetzt erheblich tiefer abgestürzt als Boris Becker, der nur wegen mangelnder Entfaltungsfähigkeit und mangelnder Reife als normaler Bürger jetzt irgendwie nicht so gut aussieht. Aber der Hoeneß, der ist ja straffällig schwerwiegend und der soll weiterhin in einer großen Firma Bayern München Präsident sein. Das kann überhaupt gar nicht sein. Also, darauf macht dann hier der FC Bayern München, der heute in Pilsen spielt, Rückrunde in der Qualifikation fürs Achtelfinale in der Champions League. FC Bayern bringt seine Spieler, also Abhängige, in die Medien hinein, die dann für Hoeneß Stellung nehmen. Beckenbauer nimmt Stellung für Hoeneß. Der Vorstand von Bayern München steht hinter Uli Hoeneß, als wäre das ein sportlicher Wettbewerb. Hier geht es um das unabhängige Gericht eines Steuervergehens, was überhaupt nicht in Zweifel gezogen werden kann. Und dann kommt der Oberkaspar, der Oberopportunist der Auflagen nach dem Motto, Millionen fliegen, können sich nicht irren, Leute, esst mehr Scheiße. Also die Bild-Zeitung, die immer mit ihrer Qualität Werbung macht, weil sie so eine hohe Auflagenzahl hat, ja, esst mehr Scheiße, denn Fliegen essen ja auch Scheiße, das kann ja so schlecht nicht sein. Kommt also Franz Josef Wagner raus und erklärt heute in der Bild-Zeitung seine Liebe zu Franz Beckenbauer, nein, zu Uli Hoeneß. Uli Hoeneß ist der totale Fußballer gewesen, der Engel mit der Engelsfrisur und so weiter. Und nun hat er mal, es ist eben kein Heiliger, wir sind alle keine Heiligen, ja, er
ehrt Uli Hoeneß nach wie vor. Das hätte ich jetzt mal gerne von Herrn Mollat gehört oder von anderen armen, unschuldig getriezten Menschen aus der Feder von diesem Bild-Zeitungshetzer Franz Josef Wagner. Der hat heute wirklich geschrieben, also Uli Hoeneß ist für ihn ein richtig bewundernswerter, toller Typ. So, was ist das für ein Schwachsinn? Wir alle wissen, dass alle Menschen in vielen Rollen und in vielen Wechseln des Lebens sich ständig neu bewähren müssen. Und ein berühmter Tennisspieler ist eben nicht unbedingt gelernter Kaufmann. Und ein guter Fußballer, Uli Hoeneß, aus der Fleischereifamilie kann vielleicht eine Wurstfabrik eröffnen, das mag sein. Aber als Aktienspekulant mit Schwarzgeld in der Schweiz ist er ein ganz normaler Steuerbetrüger. Und jetzt weiß ich gar nicht, wieso der heute einen Artikel schreibt, wie toll er Uli Hoeneß als Fußballer fand, wenn es hier in diesem Moment um die Mitteilung geht, die Staatsanwaltschaft und die Gerichte haben das geprüft, die Ermittlungen haben ergeben, es gibt gar keinen Weg vorbei daran, dass dieses Strafverfahren beim Landgericht in Bayern eröffnet wird. So, und dann werden wir das abwarten. Und ich möchte jetzt nicht erleben, dass wirklich ein Kungelgeschäft gemacht wird. Ja, die handeln jetzt die Positionen aus und sagen dann, okay, so und so viel Mille darfst du haben, dann musst du nicht ins Gefängnis, so und so viel musst du noch rüberschieben. Ja, das möchte ich nicht sehen. Das ist hier das Niveau von Berlusconi. Also Uli Hoeneß, Operettenclub Bayern München, das haben wir gerne. So, das hat mit dem Fußballspielen gar nichts zu tun. So, danke für den Aufruf.